Hallo liebe Sternenschnuppenzähler, in diesem Video möchte ich euch die Cloud-Lösung C-File genauer vorstellen und euch erklären, wie ihr sie bei euch im eigenen Netzwerk betreiben könnt. C-File ist eine Client- und Server-basierte Lösung. Wir benötigen daher einen Client und aber auch einen Serverteil. Dieser Serverteil kann wahlweise direkt bei dir zu Hause auf einem kleinen Server laufen, aber auch im Internet auf einem gemieteten VPS zum Beispiel oder einem Root-Server. Das ist ganz dir überlassen. Wenn du die Lösung bei dir zu Hause betreiben möchtest, bedenke bitte, dass du in deinem Router die entsprechenden Portweiterleitungen für HTTP und HTTPS einrichtest. Dazu musst du die IP-Adresse deines lokalen Servers angeben. Ich habe jetzt hier das Ganze auf einer VM laufen, nämlich einer VM mit TuxWiz Mini, meiner Linux-Distribution. Und die IP hier lautet 192.168.1.175. Hier forwarde ich den Port 80 und den Port 443 HTTP und HTTPS auf diese IP-Adresse, die ich hier im LAN habe. Falls du die nicht weißt, kannst du die wie immer mit dem Befehl IPAS prüfen und dann zeigt er dir hier auch schon deine IP-Adresse von deinem LAN-Interface. Das siehst du hier. Wir möchten C-File ganz gerne in Docker betreiben, denn das ist auch die empfohlene Methode. Wenn du jetzt hier zum Beispiel auf cfile.com gehst und dann hier auf den Bereich Download klickst, kannst du etwas weiter runter scrollen und dann siehst du hier im unteren Bereich Server for Generic Linux. Dort findest du das Server-Manual. Klick bitte dort drauf. Hier gibt es direkt zwei verschiedene Betriebsarten, nämlich in Docker oder auch mit dem Installationsskript. Wir nutzen jetzt hier die Variante in Docker, denn damit sind wir sehr, sehr, sehr flexibel. Wir benötigen natürlich dazu auch Docker. Zur Vorbereitung, falls du das noch nicht gemacht hast, installieren wir uns das erste Mal. Hier unter Debian können wir das ganz einfach machen, nämlich mit sudo apt-install docker.io und wir brauchen auch noch das Docker Compose Plugin. Also wir arbeiten hier mit Docker Compose, das empfehle ich euch auch immer. Und das müssen wir unter Debian, das ist unter Debian noch ein separates Programm, mit Docker-Compose nachinstallieren. Hier gebe ich jetzt mein Passwort ein. Wir möchten das Docker-Image, oder das sind mehrere in dem Fall, in einem User-Kontext laufen lassen. Ich empfehle euch immer, Docker im User-Kontext laufen zu lassen und nicht als Root. Das ist ein bisschen komplizierter einzurichten, aber deutlich sicherer. Dazu müsst ihr euren User der Gruppe Docker hinzufügen. Das könnt ihr mit dem User-Mod-Befehl machen. Sudo usermod-a-g Docker und dann euren Benutzernamen. In meinem Fall ist das der Benutzer Tux. Dann müsst ihr euch einmal ab und wieder anmelden, damit diese Gruppenänderung aktiv wird und die könnt ihr dann hier mit dem Kommando id überprüfen. Da solltet ihr dann sehen, dass ihr jetzt Mitglied in dieser Gruppe Docker seid. Und wenn wir uns das hier jetzt mal anschauen, dann will C-File die ganze Software in einen Ordner opt-c-file installieren. Wir können da als normaler User natürlich nicht reinschreiben und den auch gar nicht erstellen. Wenn ich das jetzt hier eingeben würde, mkd-opt-c-file, passiert gar nichts, darf ich nicht, muss ich also mit sudo machen. Jetzt kann ich aber hier immer noch nichts machen, das heißt, ich muss jetzt die Berechtigung auf diesen Ordner eben noch anpassen. Das mache ich erstmal mit shown tux, also meinem Benutzernamen, meine primäre Gruppe, die heißt jetzt in dem Fall auch tux und dann c-file. Also das muss ich natürlich auch wieder als sudo ausführen, weil bisher darf ich hier natürlich noch nichts machen. Und dann mache ich jetzt noch ein chmod 770 cfile. Und jetzt darf auch nur ich und meine Gruppe in diesen Ordner rein. Ich empfehle euch jetzt noch, das Escape-Bit zu setzen. Das heißt, alle Dateien, die in dem Ordner erstellt werden, erhalten auch immer die gleichen Gruppenberechtigungen. Das kannst du machen mit chmod g plus s. C-File. Siehst du jetzt daran, dass hier jetzt das S mit in den Gruppeneigenschaften drin steht. Hier ist das S drin. So, jetzt haben wir das mal soweit vorbereitet und können dann hier den nächsten Schritt auch schon ausführen. cd-opt-c-file, das machen wir doch einfach mal. Das ist ja jetzt ganz einfach. Und hier sehen wir jetzt verschiedene Versionen. Ich empfehle euch jetzt die neueste Version zu nehmen und hier wird nichts anderes gemacht als mit wget-o, das ist Output, das gibt eine Output Datei an, in dem Fall docker-compose.yaml und dann lädt er hier diese Datei von cfile.com herunter. Mache ich jetzt mal.
wget, wenn wget nicht installiert ist, kannst du es einfach mit sudo apt-install wget nachholen. Jetzt haben wir hier diese Docker-Compose-Datei. Die kannst du jetzt bearbeiten. Könnt ihr jetzt mal öffnen, zum Beispiel mit Nano, Docker-Compose-YAML. Und jetzt müssen wir hier noch einiges konfigurieren. Und zwar wird hier auch empfohlen, man müsste einiges an Werten an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Das ist noch ein bisschen mehr, als hier drin steht. Hier steht zum Beispiel eben das MySQL-Root-Passwort und das DB-Root-Passwort. Das muss entsprechend gleichgesetzt werden. Ich sage jetzt hier mal das MySQL-Root-Passwort. Lösche ich das jetzt mal und sage jetzt mal Space Fun 2024. Und jetzt kann man hier auch noch Verzeichnisnamen für die Volumes angeben. Also Docker expose die Volumes aus dem Container in das lokale Dateisystem und ich empfehle euch, die immer in dem Unterordner C-File anzulegen, weil er würde jetzt hier einen weiteren Ordner benötigen, opt C-File-MySQL-DB und ich würde jetzt hier einfach opt C-File-DB machen. Da haben wir nachher alles in dem Ordner opt C-File drin und die Berechtigungen passen auch schon, weil wir die ja vorhin gesetzt haben. Das ist also hier alles soweit in Ordnung. Hier sagt er, welches Image man nutzen will. Wir möchten das Ganze auch noch mit SSL absichern. Das müssen wir jetzt hier dann entsprechend auskommentieren. Achtung, das ist YAML. Das will immer ganz genau formatiert werden. Ich habe jetzt hier die Raute weggemacht. Wenn ich das jetzt so lasse, dann schmeißt das Ding einen Fehler. Ich muss hier also wieder ein Space einfügen, damit das schön hier untereinander steht. Hier haben wir jetzt noch was, und zwar den Datenpfad. Also C-File hat natürlich einmal eine Datenbank, aber auch ein Datenverzeichnis, wo die eigentlichen Daten liegen. Und das würde ich jetzt auch in den Ordner C-File legen. Und ich würde jetzt hier sagen opt C-File und dann nicht opt C-File Data, sondern opt C-File slash Data. Also er macht jetzt hier ein Unterverzeichnis in opt C-File mit dem Namen Data. Wir haben hier oben ein Verzeichnis opt C-File DB und hier unten ein Verzeichnis opt C-File Data. Jetzt haben wir hier nochmal das Passwort. Das muss dem entsprechend, was hier oben drin steht, nämlich hier in dem Fall SpaceFun 2024. Das geben wir hier nochmal an. 2024, das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt könnte ich hier noch eine Zeitzone wählen. Wir haben jetzt hier ETC, UTC voreingestellt. Ich mache jetzt hier mal Europe/Zürich. Ihr könnt da aber auch natürlich Europe/Berlin eintragen, was ihr wollt. Jetzt müsst ihr hier eine Admin-E-Mail-Adresse angeben, mit der könnt ihr euch nachher auch an der Web-Oberfläche anmelden. Ich gebe jetzt hier mal meine Admin-E-Mail-Adresse an, nämlich astronaut@spacefun.ch und muss jetzt hier noch ein Passwort für die Anmeldung am C-File-Server angeben. Und da könnte ich jetzt irgendein Passwort angeben, was für euch jetzt halt passt. Ich mache jetzt hier auch mal SpaceFun. Und damit kann ich mich dann anmelden. So, und hier kann ich jetzt nochmal C-File Server Let's Encrypt. Ja, das wollen wir ja. Da soll ja dann ein Zertifikat beziehen. Ich sage jetzt hier also True. Da muss natürlich dann der entsprechende Port aus dem Internet geöffnet sein und der Hostname, den ich hier angebe, auch irgendwie auf deine IP-Adresse zeigen. Ich mache das mit DynDNS. Ich habe hier in meinem Router DynDNS eingetragen. Und dort kann ich das dann halt hier entsprechend einstellen. Die Sitzung ist jetzt abgelaufen. Ich habe jetzt einfach eine DynDNS-Adresse und die heißt bei mir tuxwiss.mu.com. Und das reicht eigentlich schon mit der Konfiguration. Ich kann jetzt hier Ctrl oder Steuerung O sagen zum Speichern und Ctrl X und bin damit dann eigentlich schon fertig. Und jetzt kann ich mit Docker Compose das Ganze auch hochziehen. Dazu kann ich jetzt entweder Docker-Compose, also bei Debian ist es Docker-Compose. Bei Docker, wenn du es aus dem Docker-Repository installierst, ist das Compose ein Plugin von Docker, dann heißt es Docker-Compose, sonst ist es gleich. Und jetzt kann ich sagen Docker-Compose ab und ich könnte jetzt sagen einfach nur ab und dann bleibt es im Vordergrund, wenn ich es permanent gestartet haben will, in den Hintergrund, dann sage ich minus D. Ich sage jetzt aber im Moment einfach mal ab, dann sehen wir genau die Meldungen, die durchlaufen. Ich sage hier Enter. Und jetzt werden die Images entsprechend vom Docker Hub heruntergeladen. Und wir brauchen natürlich einmal eine Datenbank und dann natürlich den eigentlichen Server, der dann natürlich dann auch erreichbar sein soll. Und das lädt er jetzt hier runter und fängt dann gleich mit dem Deployment von dieser Software an.
Wir müssen dann nachher auch noch einen Client installieren. Dazu habe ich noch eine zweite virtuelle Maschine vorbereitet mit SpaceFun. Das können wir gleich mal machen. In Debian ist der Client schon enthalten. Das können wir einfach aus dem Debian Repository installieren. Und jetzt holt er hier noch den Memcache. Memcache ist noch so ein Caching-Daemon, der Dinge zwischenspeichert, also Webaufrufe zwischenspeichert. Das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen schneller, weil er dann nicht jedes Mal immer wieder neu anfragen muss. Und hier wird jetzt tatsächlich schon C-File in der Version, die wir angegeben haben, nämlich 11.0 und zwar latest heruntergeladen und dann entsprechend deployed. Die Anwendung ist dann nachher über meine dünn-DNS-Domain erreichbar, die ich angegeben habe, also tuxwiss.mu.com in meinem Fall. Das musst du natürlich an deine Bedürfnisse anpassen. Und dann ist das natürlich dann auch direkt schon erreichbar. Im Hintergrund könnten wir jetzt parallel schon mal den Client installieren. Das können wir mal schauen. Ich schalte mal hier um auf SpaceFun und sage jetzt hier mal sudo apt-install cfile. Und dann gibt es da verschiedene Varianten. Ich habe mal Tab-Tab gedrückt, dann sehe ich die. Und zwar zum Beispiel cfile-cli, das ist der Kommando-Client, der Daemon, den du brauchst. Und die GUI. Wir wählen jetzt mal hier die GUI-Variante. Hier muss ich natürlich jetzt mein Passwort eingeben. Sage ich jetzt hier OK. Hier hatte ich das vorher schon installiert. Ich beende das nochmal. Und damit ist eigentlich der cfile-Client auch schon installiert. Und du findest ihn dann hier im Menü. Ich kann ihn mal danach suchen. Und hier den cfile-Client dann auch schon starten. Da schauen wir uns gleich dann an, wie die Einrichtung dann hier erfolgt. Jetzt schauen wir aber erstmal, ob er in der Zwischenzeit hier schon weitergekommen ist. Er arbeitet jetzt hier noch. Er muss natürlich die ganzen Sachen hier noch herunterladen, bevor er das Ganze dann auch entsprechend ausrollen kann. Wir schauen uns parallel vielleicht nochmal ganz kurz im Router an, wie ich das dünn-DNS eingerichtet habe. Ich muss mich jetzt hier nochmal neu anmelden. Ich hoffe, das gelingt mir hier. Ja. Und dann sage ich jetzt hier Netzwerkeinstellungen. Das ist natürlich je nach Router immer unterschiedlich. Ich habe jetzt hier so einen Zeixel-Router, der von meinem Provider umgebrandet wurde. Aber bei einer Fritzbox ist das zum Beispiel ganz ähnlich. Und zwar habe ich jetzt hier so einen Punkt Dynamic DNS. Ich habe jetzt hier meine dünn-DNS-Adresse bei freedns.afraid.org registriert. Das ist kostenlos, ist ein bisschen altmodisch, klappt aber gut und ist sehr zuverlässig. Und da seht ihr auch die dünn-DNS-Adresse tuxwiss.mu.com. Je nach Router werden hier unterschiedliche Anbieter halt auch vorgeschlagen. Wählt euch da einen aus und registriert euch so eine dünn-DNS-Adresse. Dann seid ihr auch immer unter diesem Namen erreichbar. Also hier hat er jetzt schon was gemacht. Ich kann jetzt mal schauen, ob das schon erreichbar ist unter tuxwiss.mu.com. Und jetzt sehe ich tatsächlich auch schon hier meine C-File-Oberfläche. Hier kann ich mich jetzt mit astronaut@spacefun.ch anmelden. Das ist der Benutzer, der Admin-Account, den ich zuvor in der Docker-Compose-Datei angegeben habe. Hier kann ich jetzt noch mein Passwort eingeben. Auch das hatte ich ja vorher angegeben. Und jetzt sehe ich hier schon meine C-File-Oberfläche über meine eigene Domain. Sage ich hier jetzt mal neue Bibliothek. Sage jetzt mal Test. Und könnte jetzt hier tatsächlich auch schon eigene Dateien hochladen. Ich sage jetzt hier mal hochladen, lade jetzt hier mal ein Bildchen hoch und das wurde jetzt hier auch schon gemacht und ich kann das dann hier in der Web-Oberfläche sehen. Nach einiger Zeit sollte dann auch das Let's Encrypt-Zertifikat verfügbar sein, dann ist der Zugriff hier auch gesichert und das Schloss sollte ohne das entsprechende Ausrufezeichen dargestellt werden. Das kann ein bisschen dauern, bis dieses Zertifikat bezogen ist. Und jetzt schauen wir doch nochmal auf die SpaceFun-Installation, denn hier haben wir jetzt schon auch den Client installiert und gucken mal, ob das auch funktionieren würde. tuxwiss.mu.com. Und hier, ich kann dann natürlich auch neue User anlegen in der Oberfläche von dem C-File, aber ich kann jetzt mich hier auch mal mit meinem Admin-User anmelden. Das wäre astronaut@spacefun.ch. mit dem entsprechenden Passwort, was ich in der Compose-Datei vergeben habe und kann jetzt hier noch einen Computernamen festlegen. Da muss ich noch ein HTTPS davor machen und könnte jetzt hier sagen. Und da sehe ich jetzt auch schon meine Bibliothek und zum Beispiel dieses Testfile, diese Testbibliothek mit dem
Bild, was ich da vorhin hochgeladen habe. Und kann das jetzt hier auf meinem zweiten Rechner auch schon nutzen und darauf zugreifen und eigene Dateien hochladen. Ihr seht also, so eine C-File-Instanz selbst zu betreiben, ist gar nicht so schwer. Traut euch das, versucht es zu installieren, probiert es mal aus. Wenn ihr da nicht weiterkommt, dann wendet euch bitte an unsere Telegram-Community. Dort helfen wir euch garantiert weiter. Und du kannst natürlich auch Fragen in den Kommentaren stellen. Es ist aber wirklich interaktiver, wenn du bei uns in die Community kommst, denn dort sind ganz viele Leute, die sich damit auskennen und da hilft dir sicher jemand. Also, ich freue mich auf dein Feedback, viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Tschüss!